Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Tja, in 2 Wochen geht's Oktoberfest los. Und ja, hat mich dazu inspiriert, so eine kleine Männerkarte zu machen. Ein bisschen so im Bayern-Stil. Gut, es ist jetzt nicht das typische Blau-Weiß, aber ja, ich finde, für eine Männerkarte kommt es richtig gut. Und ja, vielleicht hat ja jemand in der Zeit Geburtstag und verschenkt irgendwie Wiesenbier oder irgendwie sowas. Und ich finde, dann passt doch sowas wunderbar. Und ansonsten, man kann es eigentlich immer für Männer benutzen. Ich finde, es gibt so wenig Ideen für Männerkarten. Da finde ich das echt, ja, darum habe ich das Ganze mal ein bisschen aufgegriffen, dass ihr auch mal ein bisschen Auswahl habt, so verschiedene Sachen, was man. Eine Männerkarte, was man einem Mann jetzt für eine Karte machen kann. Okay, dann fangen wir mal an. Ihr braucht dafür zuerst mal die Basiskarte in Flüsterweiß, 14,5 cm auf 10,5. Die nehmen wir heute. So, also nicht so, sondern wir nehmen sie so. Genau. So, dann haben wir unseren Einleger. Der kommt innen rein. Mit dem stellen wir aber nachher noch was an. Der wäre 14,0 auf 10,0 cm. Dann brauchen wir für obendrauf Designerpapier in 14,0 auf 10,0. Ich habe jetzt wieder das Herbstfreuden genommen. Bietet sich gerade an. Ist neues Papier. Sieht gut aus. Ja, dann müssen wir es doch auch verarbeiten, oder? Okay. Und dann hier drauf. Dann braucht ihr ein Stück flüsterweißen Farbkarton in den Maßen 9,8 auf 6,0 cm. Das wird das Hemd hier. Ich habe das jetzt noch geprägt und zwar mit dem Prägefolder Struktureffekt. Ja, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Also wenn man das jetzt hier nur knack, ja so glatt, finde ich, ja, find ein Hemd muss ein bisschen Struktur haben beim Mann sowieso. Und da dachte ich mir, dann prägen wir das doch damit eben. Das jagt ihr dann genauso auch durch die Big Shot. Und ja, ihr wisst ja, wie das geht. So, dann braucht ihr noch 3 Knöpfe. Ich habe jetzt hier braune genommen. Ich habe jetzt keine passenden Knöpfe gehabt. Und ich habe jetzt einfach weiße Knöpfe genommen und habe die mit einem Stamping Blend Stift in Pfauengrün habe ich die einfach eingefärbt, bisschen trocknen lassen und seht ihr, da geht nichts weg, das bleibt da so. Und ich dachte mir ja, für hier nehmen wir doch mal braune Knöpfe, das Ganze ein bisschen rustikal gestalten hier. So, für die Schleife bzw. die Fliege braucht ihr einen Streifen mit 6 cm auf 2 cm, einen Streifen mit 13 cm auf 2 cm und einen kleinen Streifen nachher so zum Rumwickeln. Da habt ihr bestimmt noch einen Rest irgendwo. Ja, was sind das? 4 cm circa und 0,7 cm, also 0,7 cm. Ja. Und dann braucht ihr noch für das Etikett braucht ihr noch einen Rest Farbkarton in Pfauengrün und in Flüsterweiß. So, dann fangen wir mal an. Ach ja, genau. Und hallo mein Schatz, habe ich raus aus dem Stempelset Definition von Glück. Da hat es jetzt. Hallo, mein Schatz. Den können wir uns gleich mal rausholen.
ziehen wir uns gleich mal auf den Block. Dann haben wir das schon. So. Jawohl. Also. Und los geht's. Also zuallererst stanzen wir uns erstmal hier mit der Stanze Etikett für jede Gelegenheit ein weißes Etikett aus. So rum. So. Und einmal auch in Faungrün. So. Jawohl. Eigentlich können wir das gleich draufstempeln. So. Jawohl. So. Lassen wir einen kurzen Moment trocknen. Und dann, ich habe den Einleger hier drin ein bisschen mit dem Fingerschwämmchen geinkt, damit man einfach, ja, sonst ist es so langweilig Ton in Ton, damit sich es ein bisschen abhebt. So als kleiner Rahmen, finde ich, sieht es schon, kommt es schon besser. So, dazu braucht ihr euer Stempelkissen und ein Fingerschwämmchen. Und da tupft er jetzt einfach immer in das Stempelkissen rein und geht hier einfach, tupft hier einfach am Rand ein bisschen rum. So viel wie ihr wollt. Ihr könnt auch ein bisschen weiter rein. Ich möchte es jetzt nicht so deftig haben. So. Jawohl, lassen wir das auch noch einen kleinen Moment trocknen. In der Zwischenzeit können wir uns eigentlich schon das Designerpapier aufkleben. Dann kleben wir gleich unser Stück Hemd auf. Ach nee, das machen wir mit Dimensionals, ja, damit es ein bisschen nach oben kommt. Genau. Moment, lass mal die richtige Seite nehmen. Das ist nämlich hinten hier. So. Das könnt ihr jetzt, wie ihr wollt, vom Rand her weiter weg oder weniger weiter weg machen, wie es euch am besten gefällt. Ich habe es jetzt so ein bisschen weiter drüben gemacht, damit dann auch das Etikett hier Platz hat. So, das können wir eigentlich auch gleich da drauf kleben. Ich habe es jetzt ein bisschen versetzt gemacht. So. Dann gibt es auch noch einen kleinen Kontrast, finde ich. So. Muss
ja nicht immer alles so super akkurat sein. Kann ja auch mal ein bisschen aus der Reihe fallen. So, da machen wir auch gleich Dimensionals drauf. So, dann können wir das gleich draufkleben, da wo es hingehört. Jawohl. So. Und jetzt unser Innenleben noch da rein. So. So, wer will, kann jetzt hier unten noch was reinstempeln. Ja, kannst du jedem selber überlassen. Ich lasse es jetzt einfach mal frei. So, und jetzt geht's zur Schleife. Eben, jetzt nehmen wir den längsten Streifen und ziehen uns den einfach hier über Halsbein, damit das Papier einfach ein bisschen geschmeidig wird. Ich habe da schon mal einen Sonntagstipp dazu gemacht für Deko-Schleifen. Das ist dann eigentlich das gleiche Prinzip. So, dann nehmen wir den kleinen Streifen und schneiden uns den jetzt hier ein. Schauen wir mal. Ja, passt. Damit wir hier so eine kleine Fliege bekommen. Das ist jetzt das Unterteil von der Fliege. Das kommt dann nachher hierher. So, ich nehme jetzt Sticky Tape, doppelseitiges Klebeband. Ich nehme jetzt hier, da gibt es ein extra starkes, leider nicht von Stampin' Up, aber ja, da müsst ihr mal googeln, das findet ihr bestimmt. Die sind echt stark und sind echt gut. Also da passiert dann echt gar nichts mehr. Das klebt für die Ewigkeit. So, damit wir jetzt hier die Mitte kriegen, was habe ich vorhin gesagt, 13 cm, ich bin ja, was habe ich denn hier abgemessen? Und ja schon wieder hier eins, bin schon wieder 2 cm zu breit, zu lang. So, dann macht ihr euch jetzt hier bei 6,5 einen kleinen Strich innen. Und macht hier das Stückchen weg und biegt es nach dem Strich hier rüber. So, genau. Hier macht er das Gleiche. Hier ein doppelseitiges Klebeband drauf. Gut festdrücken, abziehen und das auch vorsichtig biegen und darüber in die Mitte kleben. Jawohl. So. Jetzt plustern wir das noch nicht auf. Jetzt schneiden wir uns einfach hier einfach so eine kleine Mulde raus, damit wir das nachher besser zusammenkleben können, damit es auch wie eine Fliege aussieht. So. Einfach so eine kleine Mulde rausschneiden, oben und unten. So. Seht ihr, was ich meine? Das muss jetzt nicht so genau sein, dass man sieht das nachher nicht mehr. So, jetzt nehmen wir unseren kleinen Streifen und da
kommt jetzt. Voilà, bleibt da. Da machen wir jetzt auch doppelseitiges Klebeband drauf. So. Hier bleiben. Schön festdrücken. Folie wieder abziehen. So, da. Und jetzt nehmt ihr das so mittig hier drauf auf die Oberseite. Also hier sind die, hier ist die geklebte Unterseite. Das machen wir jetzt auf die Oberseite drauf und schlagen das nach hinten um und kleben das da fest. So, schön falten, seht ihr? Prima. Jetzt können wir das, das Ganze ein bisschen aufplustern hier. So. Prima. Und dann kleben wir uns das da unten. Machen wir hier auch einen kleinen Streifen drauf. So, nicht ganz bis zum Rand. So, ein Stück reicht schon. Auf der anderen Seite könnt ihr, also auf der Rückseite, könnt ihr hier komplett einmal hier und einmal hier oben. Das können wir jetzt schon wegmachen. Und kleben das mal hier so ein bisschen im Abstand nach unten. Ja, zum Zentimeter in etwa. Ja. Gerade aufkleben, ein bisschen andrücken. Jetzt nehmen wir hier das Stückchen noch ab. Und da kommt jetzt unsere Schleife drauf. Schön in die Mitte setzen. So, in der Mitte andrücken. Und damit wir das jetzt hier nicht wieder platt drücken, fahren wir jetzt hier einfach mit unserem Falzbein rein und drücken das unten auch noch gut an. So, und dann klebt es nämlich richtig gut. Seht ihr? Jawohl. So, und dann haben wir noch die Knöpfe. Ich habe mir jetzt eigentlich meine Pinzette immer zur Hilfe genommen. Ah ja, hier ist sie. So. Da mache ich jetzt Tombow drauf. Und klebt es hier. Den ersten hierher. Kleinen Moment andrücken. Klebt wirklich super, also braucht ihr echt keine Angst haben, dass es abfällt. So, zweiter Knopf noch. Na. Da fange ich jetzt, mache ich den da unten hin. So. Auch im Moment andrücken. Und den letzten noch. So. Hier schön in die Mitte. Auch kurz andrücken. So. Prima. So. Ja, jetzt haben wir hier fast zwei gleiche, nur die Knöpfe sind ein bisschen anders. Man kann hier auch mit der Fliege, mit der Farbe spielen. Man kann hier anderes Designerpapier nehmen. Pink kariert, blau kariert, je nachdem. Es ist einfach nur eine Anregung für euch.
um euch zu zeigen, wie schnell so eine Männerkarte gemacht ist. So jetzt für gerade die Oktoberwiesenzeit, Oktoberfest-Wiesenzeit. Ja, das war es halt schon wieder von mir. Alle Papiermaße und alles, was ich von Stampin' Up! Dafür verwendet habe, das findet ihr unten in meiner Infobox. Wer bestellen möchte oder wissen möchte, was es für Artikelnummern hat, schreibt zu allem, was ich benutzt habe, auch die Artikelnummer dazu. Und wer möchte, kann dann auch gerne über mich bestellen, kein Thema. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch macht und vielleicht meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr dann noch auf die kleine Glocke geht, dann verpasst ihr eigentlich auch kein Video mehr von mir, weil dann wird so jetzt sowieso regelmäßig Videos kommen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine gute, schöne Woche und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!